Herzlich willkommen da in Winterthur. Mein Name ist Petra Sulzer von der Assen. Ich freue mich, dass Bösner TV da ist und dass ich etwas zeigen darf über meine Arbeiten, was ich so mache. Ich werde euch Skizzen zeigen, meine Tonmodelle, die Sachen, die ich gieße in Gips, Beton und ich gießen lasse in Bronze. Und es ist noch gewünscht worden, dass ich zeige, wie ich modelliere. Und dann für die nächste Ausstellung werde ich ein Schamott abschlagen von einer bereits gegossenen Bronze. Das ist das, was auf dem Programm steht. Und ich möchte alle dazu einladen, sich das anzuschauen. Also ich persönlich finde es sehr schön, dass heutzutage so ein breites Publikum Kunst nicht nur genießen kann, in welcher Form auch immer, sondern dass wir das auch selber realisieren können. Das schätze ich sehr. Mir persönlich liegt dabei am Herzen, dass ich mit der Zeit die Handwerklichkeit bekomme, die Fähigkeiten, das umzusetzen, was ich spüre. Der Mensch selber ist für mich da sehr, sehr wichtig. Es dreht sich bei mir alles um den Menschen. Ich skizziere ihn, ich versuche ihn dreidimensional zu erfassen und zwar da immer gewisse Schwerpunkte, gewisse wichtige Sachen. Also dies hier ist mein Tonregal. So wie man vorhin die Skizzen gesehen hat, sieht man jetzt hier die Tonsachen. Das sind Übungen, um drin zu bleiben. Die etwas größeren Sachen, länger ausgearbeiteten Sachen sind die Modelli. Die dienen mir wirklich nur zur Übung. Manchmal kriegt man Inspiration und wenn ich dann das jetzt machen würde in größer, würde ich nochmal an das Modell nehmen und würde sagen, setz dich so hin und dann versucht man da das rauszuholen, was man gerne ausdrucken möchte. Die etwas schneller gearbeiteten Sachen wie das hier, das nennt man Bozzetti, das sind so, kommt den Skizzen sehr ähnlich, diese schnellen Zack-Zack-Entwürfe innerhalb von 3-4 Minuten. Wenn man jetzt sich überlegt hat, okay, ich mache die jetzt in groß, aus welchem Grund auch immer, dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie setze ich denn das um? Die Arbeitsschritte danach sind mir auch sehr, sehr wichtig. Und da habe ich persönlich hier die Möglichkeit, das mit Marmorgips zu machen. Ich mache also eine Negativform, meistens mit Silikon und Gips, damit ich mehrfach gießen kann. Dann kann ich also hinterher dann in Marmorgips das machen. Das wären hier, habe ich 2-3 Objekte stehen. Oder aber ein ganz klein bisschen aufwendiger ist das, das in Beton zu gießen. Da braucht es halt noch ein verzinktes Eisen, so als stabiles Skelett innen dran. Verzinkt sollte man unbedingt nehmen, weil sonst irgendwann kommt beim Eisen, beim Stahl das Eisen durch und dann wird das braun. So bleibt also die Farbe so, wie man sie will. Da gibt es ganz tolle Mischungen, die kann man fertig kaufen, ist kein Problem. Und die Edelvariante, das ist halt hier die Bronze. Das kann ich unmöglich alleine machen. Das ist ein wirkliches Kunsthandwerk. Das ist sensationell. Das ist das ja, was auch eigentlich auch in der nächsten Ausstellung mehr gezeigt wird. Um das mal zu gewichten, was das für ein Arbeitsprozess ist. Die Leute sind echt super, die das machen. Diese Edelvariante Bronze. Halt je nachdem, was man machen möchte. Für sehr ausdrucksstarke Figuren, die vielleicht, wo man sich denkt, das zum Beispiel habe ich gefunden, das eignet sich für Beton, da mache ich nur Beton. Und da habe ich gefunden, okay, ich mache zwei. Dieses zarte Weiß und dann aber doch auch der Burg nochmal in Bronze. Bei kleinen Figuren ist immer günstig, wenn man Bronze nimmt. Man kann dann auch gut statt den Ton mal mit Wachs vormodellieren. Das habe ich für eine andere Ausstellung gemacht, wo ich eben Steine kombiniert habe mit Bronze, war die Vorstufe dann Industriewachs mit dem entsprechenden Stein zusammen. Also meine Figuren durchlaufen ja immer eine Transformation, kann man sagen. Da haben wir hier den Ton, das ist jetzt eine Dreierfigur, die ich in Bronze gießen lassen wollte. Da habe ich also diese Tonfigur, wenn die einigermaßen ledrigen Zustand hat, kann der Gießer anfangen, die zu bearbeiten. Da hat er das Wachsmodell von dieser Tonfigur gemacht und setzt dann an das Wachsmodell das Leitsystem da, für die Bronze und die Luftkanäle. Dann wird das Ganze einschamottiert von außen und von unten. Nachher wird das hier
aufgestapelt mit anderen Figuren. Das ist jetzt die eine hier. Und da wird dann das Wachs abgelassen. Und da, wo der Wachs war, kommt nachher die Bronze rein. Über 1000 Grad ist das, dieses Metallgemisch. Und wenn ich jetzt, da habe ich dann eigentlich quasi eingegriffen. Nachdem die Bronze jetzt gegossen worden ist, habe ich das Objekt beim Gießer abgeholt und habe gesagt, ich möchte gerne selber abschlagen, weil ich möchte die Transformation zeigen. Ich möchte zeigen, dass ich aus dieser Transformation einen Schritt herausnehme und den kann man sich genauer angucken. Bei mir dreht sich ja alles um den Menschen und projiziert diese materielle Transformation ist dann das, was ich denke, was bei Menschen auch ständig passiert. Wir ändern uns ja nicht nur äußerlich, sondern innen drin im Kopf passiert ja hoffentlich auch sehr viel. Und hier hat man einfach mal die Möglichkeit, ein bisschen länger zuzugucken, was ist passiert. Die Sachen sind abgeschlagen worden. Ich lasse jetzt extra hier diesen Schamottteil stehen, damit man sieht, das ist ein Stück aus einem Prozess heraus. Werde das aber noch speziell fixieren, dass während der Ausstellung ganz sicher nichts mehr weiter runterfällt. Das sind jetzt die Objekte, wo der Gießer, wo ich mit dem Gießer direkt zusammengearbeitet habe, was geht, was ist machbar. Ich habe immer einen Stein genommen, einen Flussstein, der schön abgewaschen war und habe den dann versucht mit der Bronze zu kombinieren. Hier haben wir jetzt gerade noch so einen Mühlestein dazu. Das war sehr schön passend für die Schwangere, das reinzugießen. Dies ist mehr oder weniger dann gesteckt. Da ist mir jeglicher Stein kaputt gegangen. Da muss man dann entscheiden, wie machen wir es am Schluss. Die Marmorsängerin ist beides gegossen, eben Stein mit Bronze. Diese auch. Die habe ich noch als einzige in Natura, die anderen sind alle weg. Das ist die Figur, die noch ist von dieser Serie. Ich habe festgestellt, ich schaffe eigentlich doch viel in so Serien. Dass man, wenn man eine Idee hat, dass man die dann weiter verfolgt, weiter ausprobiert. Da sieht man den Stein, wie der innen drin durchkommt. Der ist jetzt ganz oft gesprungen. Aber dadurch, dass sie so ein Kettenhemd, so was Ähnliches anhat, ist das okay für mich. Und zum Ausdruck der Figur passt es ja auch. Weil die Frau hat wirklich was Tragisches erlebt und die ist sicherlich innerlich durchzerfetzt und hält einfach die Form, hält die Fassung und sie akzeptiert das, was passiert ist, schreit das aber gleichzeitig auch raus, lässt los. Und wichtig ist dazu dann immer noch unten der passende Sockelstein. Das ist dieser Stein auch klasse, finde ich. Man sieht, wie das so irgendwie so durchging. Da muss man durch. Ja. Die ist mir sehr lieb, diese Figur. Ich habe sie extra auch nicht in der Mitte platziert. Die Frau hat nämlich ihre Mitte noch nicht gefunden. Die sitzt noch ein bisschen auf der Seite. Das war eine Ausstellung im 2008, also jetzt Ende 2008, Anfang 2009. Hier habe ich zwei Sachen miteinander kombiniert. Und zwar sind das Steine vom Abbruch von der Brauerei hier vom Haldengut. Eigentlich ein historisches, wichtiges Gebäude für Winterthur selber. Habe mir diese Fragmente rausgesucht, sie eigentlich wirklich wie so ein Archäologe abgeputzt, sehr vorsichtig behandelt und dann fixiert. Dieses natürlich mit einem anderen Mittel als dem Backstein hinten und habe das kombiniert mit irgendwelchen Figuren von mir. Mit diesem Torso, den ich fand, der passt in seiner Bruchstückhaftigkeit wunderbar zu diesem. Sinn und Idee von der ganzen Sache ist gewesen, dass man einen Teil nimmt, von dem zum Beispiel es Fragment. Man sieht an der Farbe, dass das mit Shellack behandelt wurde am Schluss. Das hat also mal für eine Bronze gedient. Diese Figur, dieses Fragment platziere ich jetzt auf dieses Objekt, auch ein Fragment. Und beide Teile, die früher mal zu was anderem gedient haben, ergeben jetzt etwas Neues. Was das für den Betrachter bedeutet, muss er natürlich selber herausfinden. Für mich ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Also hier war also die Zusammenarbeit mit dem Kunstschlosser sehr wichtig. Da habe ich auch jemanden sehr guten, Walter Rohrer. Die Stahlplatten konnte ich bestimmen, Größe, Dicke, Breite. Habe gesagt, du wärst toll, wenn du hier da Rücksicht nehmen könntest auf die Form von diesem Stein. Worauf er dann auf die Idee gekommen hat, er macht das so, dass ich das einfach so reinschieben kann.
Wir haben das extra auch in sich so grob gelassen, weil der Stein ja auch grob nicht weiter abgeschliffen behauen ist. Deshalb sind die Objekte in sich nachher so zusammen. Ja, mich interessieren eigentlich auch beide Seiten. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Genau wie bei diesem Objekt. Da habe ich dann das Relief. Ich hatte diesen Stein gefunden, der mir gefallen hat, einfach in dieser stählen Form. Und komme nach Hause und denke, was nehme ich jetzt dazu? Und sehe das Relief, was also schon auch bestanden hat. Und es ist einfach am... Es hat sich so, die Sachen mussten zusammen. Normalerweise nehme ich ja meine Tonmodelle nicht, dass ich sie zusammen oder als in die Ausstellung tue. Aber in diesem Fall haben sie sich einfach mit diesen bereits vorhandenen Steinen so wunderbar ergänzt, dass mir gar keine andere Möglichkeit blieb. Und ich war froh, dass ich die Sachen hatte. Ich denke, ich hätte es gar nicht besser extra kreieren können. Und auch da hat es wunderbar aufgebockt. Ich kann das einfach hochschieben und zack rein. Die Stangen gehen ungefähr bis hier, dass das hält. So, das war's dann jetzt hier aus Winterthur. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen animieren, einfach mal im Zug zu kritzeln und zu zeichnen zum Beispiel. Oder mal was in Ton zu machen. Es ist ein wunderbares Material. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.